Du hast schon mal irgendwas von diesem Geocaching gehört, hast aber keine Ahnung, was das überhaupt ist? Erst einmal Glückwunsch, du bist auf etwas sehr Abenteuerliches gestoßen. Warum? Lass mich das kurz erklären. Wie du vielleicht weißt, ist die gesamte Welt von einem Koordinatennetz umspannt. Das kannst du dir in etwa so vorstellen, wie ein Sieb, das über die Erde gestülpt ist. Dadurch kann jedem Punkt auf der Erdkugel eine bestimmte Koordinate zugeordnet werden. Diese besteht aus einem Längen- und einem Breitengrad. Um die aktuelle Position zu ermitteln, benutzen wir auf der Erde elektronische Geräte, sogenannte GPS-Empfänger. Diese können mithilfe von Satelliten, die im Weltall über der Erde schweben, genau bestimmen, an welcher Stelle du dich befindest. Beim Geocaching geht es darum, Schätze mithilfe dieser Technologie zu finden. Die Schätze werden von anderen Geocachern an interessanten oder einfach nur sehr schönen Orten versteckt. Meistens ist der Schatz eine wasserdichte Plastikdose, der sogenannte Cache, der gut versteckt an den Zielkoordinaten zu finden ist. In der Dose findest du dann ein Logbuch, in das sich jeder einträgt, der die Dose gefunden hat, ganz ähnlich wie ein Gästebuch. Aber das ist noch nicht alles, was du in der Dose finden kannst. Es können sich nämlich auch Gegenstände in der Dose befinden, die du hinausnehmen kannst, wenn du einen Gegenstand mit gleichem oder höherem Wert dafür hineinlegst. Wichtig ist, den Cache wieder sehr gut zu verstecken, damit ihn niemand zufällig entdeckt oder vielleicht sogar stiehlt. Schließlich sind Schätze immer begehrt. Kein Problem. Alles, was du dazu brauchst, sind ein GPS-fähiges Gerät und die Koordinaten, an denen ein Cache liegen soll. Heute sind schon sehr viele Smartphones in der Lage, eure Position per GPS zu bestimmen. Und es gibt zahlreiche Geocaching-Apps. Doch für wahre Abenteurer, die selbst bei Wind und Wetter auf Schatzsuche gehen möchten, ist ein professionelles Outdoor-GPS-Gerät der perfekte Begleiter. Diese bekommst du zum Beispiel beim Jugendnetz Berlin ausgeliehen. Jetzt fehlen nur noch ein paar Schatzkoordinaten und das Abenteuer kann beginnen. Du findest sie ganz einfach auf einer der zahlreichen Geocaching-Webseiten im Internet. Dort gibt es auch eine Beschreibung, was dich an den Orten erwartet und ein paar nützliche Hinweise. Wenn du Geocachen gehen möchtest und in Berlin wohnst, schau dir doch einfach mal die Geocaching-Touren auf unserer Website an. Vom Treptower Park über Kreuzberg bis hin zum Tiergarten haben wir ein paar Touren unterschiedlicher Schwierigkeiten für dich angelegt. Glückwunsch! Deinem ersten Geocaching-Abenteuer steht jetzt nichts mehr im Weg. Viel Spaß!